Moin Moin, der Filmrezensent hier. Diesmal rezensiere ich das Remake des gleichnamigen Films aus den 80ern, Fright Night. In der 2011 erschienenen Horrorkomödie geht es um einen Teenager, der seinen neuen Nachbarn für einen Vampir hält. Regie führte Craig Gillespie, der für Komödien wie Mr. Woodcock oder Lars und die Frauen verantwortlich ist. Die Hauptrolle hat Anton Yelchin, der mittlerweile durch Star Trek oder Terminator die Erlösung bekannt sein dürfte, während Colin Farrell den mysteriösen Nachbarn gibt. Ansonsten ist der Film auch in den Nebenrollen mit Tony Coyette, Dave Franco oder Christopher Mintz Plus alias McLovin prominent besetzt. Der Film beginnt recht stimmig und atmosphärisch, doch schon bald flacht die Story ab und die Spannung bleibt ein wenig auf der Strecke, da die Auflösung einfach viel zu früh kommt. Auch fällt es dem Regisseur schwierig, den Spagat zwischen Horror und Komödie zu schaffen. Die Ernsthaftigkeit geht dem Film schnell durch lächerliche Szenen verloren. Dennoch sind keine Lacher dabei. Und der Film probiert doch immer wieder, ernste, dramatische Szenen zu erzeugen. Den Schauspieler merkt man jedoch an, dass sie beim Dreh Spaß hatten und sie sorgen somit dafür, dass der Unterhaltungsfaktor nicht ganz auf der Strecke bleibt. Die wenige Action ist relativ temporeich und gekonnt inszeniert, während die Effekte nicht überzeugen können. Auch besonders gegen Ende sind einige Szenen viel zu dunkel gehalten. Der Film spielte mit einem Budget von 30 Millionen Dollar ca. 40 wieder ein. Kein direkter Flop, dennoch ein enttäuschendes Ergebnis. Fazit: muss man Fright Night gesehen haben? Nein, definitiv nicht. Lieber auf das Original zurückgreifen, denn das versprüht noch schönen 80er-Jahre-Charme. Ein Totalausfall ist das Remake aber auch nicht. Als vergleichbare Filme könnte man Disturbia nennen, der ebenso von Paranoia und mysteriösen Nachbarn handelt, oder weitere Vampirfilme wie 30 Days of Night. Nur auf keinen Fall Twilight. Den Link zum Trailer zu Fright Night findet ihr in der Beschreibung. Kommentare zum Film und zur Kritik sind natürlich erwünscht und ich hau mir einen Hamburger rein. Haut rein!